Norman zurück. Wir sind wieder da. Unser Ziel war es, was wollen wir noch machen? Ich glaube, ich wollte. Muss mal gleich ins Auto gucken. So, na, was ist denn da hier los? Was ist denn da hier los? Ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt. Mal gucken, was soll ich denn eigentlich? Ich habe jetzt Stein geholt. Und. Ich glaube, wir wollten Werkzeug suchen. Ja. Wir brauchen Werkzeug. Und dann würde ich sagen, fahren wir nach Dubovo. Mir hat zum Beispiel jemand letztens einen Kommentar unter dem Video Neue Season geschrieben. Den habe ich dann entfernt. War mir zu blöd. Das war Volta de Isa nämlich. Der hat geschrieben, das Spiel mal auf dem gescheiten Server. PvE-Server ist wie Minecraft. Wo bleibt die Herausforderung? Ja. Spiel mal erstmal auf dem gescheiten Server. Das klingt für mich schon sehr provokant. Ja, das ist ein Scheiß, was ich gerade hier mache. Und ja, ich soll mal auf dem gescheiten Server spielen. Ja. Was ist ein gescheiter Server eigentlich? Ne? Das ist die Frage. Was ist ein gescheiter Server? Ist ein gescheiter Server, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt? Ist ein gescheiter Server, wo man Leute, gescheite Admins trifft? Oder, weiß nicht, von Kinder oder so? Also das war mir zu undefiniert. Dann war es, ich bin auf gescheiten Server. PvE-Server ist Minecraft. PvE-Server ist Minecraft. Wie hört sich das denn wieder an? Minecraft wird hier also total in Krieg, ne? Minecraft ist also so schlecht? Oder wie? So, das war das zweite Punkt, der richtig daneben war. So, und wo bleibt denn die Herausforderung? Also der dritte Satz. Wo bleibt die Herausforderung denn jetzt, wenn ich jetzt das Spiel jetzt spiele, wo bleibt die Herausforderung? Also jeder hat da seine eigenen Ziele, muss man sagen, ne? Und wenn du, wenn jemand zum Beispiel zuschaut und sich jetzt eine Herausforderung sucht oder Spannung, Action, es ist so, entweder ich spiele so wie ich will oder ich spiele so wie die Zuschauer wollen. Und da muss man irgendwo einen Kompromiss finden. Ich mache hier keine Let's Plays für Leute, die jetzt einen hohen Schwierigkeitsgrad erwarten oder sonst was. Ich spiele für mich und ja, weil es mir Spaß macht. Und da brauche ich keinen Server, wo 100% zum Beispiel Schwierigkeitsgrad draufsteht. Aber da reicht mir auch dieser Server, wo ich mit gescheiten Admins, mit Spielern spiele, die auch, wenn man Probleme hat oder sonst was, helfen. Und das, also, da muss ich ehrlich sagen, dass bei solchen Kommentaren, also da weiß ich gar nicht mehr. Das ist zu arrogant, zu provokant. Dann soll er doch lieber anders gucken, das ist ganz klar. Wer bisher alle Folgen gesehen hat, also der Grupp, der hat doch schon gesehen, dass das hier keine, hohe Herausforderung erwarte. Dass ich einfach gechillt spiele, wie ich mit dem Chris gespielt habe. Und da soll mir jemand mit den Kommentaren, also der kann mich mal. Ohne Witz. Solche Kommentare, die kommen mir hier nicht rein. Also. Können auch die Leute gerne so viele Dislikes machen. Ist mir sowas von scheißegal.
Boah. So viel dazu, ne? So, erstmal suchen wir uns mal hier. Ja, wir suchen uns erstmal unser Werkzeug zusammen. Aber dafür muss ich erstmal hier rausrennen. Also reinrennen. Ja, und außerdem, also muss ich jetzt schon sagen, ich habe ja schon mal gesagt, wir haben schon mal, also damals, nicht auf diesem Server, damals 2013 oder was ich das schon mal erzählt habe in den ersten Folgen, haben wir auf dem PvE-Server immer PvP-Server gespielt. Und ja, das war halt, wie soll man sagen, das waren ja 6, 7, 8 Leute. Da konnten wir uns sichtlich helfen. Das war kein Problem. Also wenn jetzt man zu zweit spielt, ich und der Chris wollte auch einen PvE-Server haben, wo man erstmal alles ruhig aufbauen kann. Es gibt ja verschiedene Ziele, die ein Spieler, ein Gamer hat. Also manche wollen Action, manche wollen PvP. Ballern, bla bla, Deathmatch, ja, das würde ich auch gerne machen. Aber mir ist wichtiger, dass ich hier alles loot, dass ich alles Ziel erreicht habe, alles loote. Die ganzen Waffen und so weiter, alles einsammle. Es gibt Spiele, wo man einfach sammeln kann. Also Spaß am Sammeln hat. Ich finde, das DZ gehört auch dazu. Also das ist neben dem Shooter-Bereich. Das hier auch ein Loot-Bereich. Und da braucht mir keiner kommen mit Spiel mal auf dem gescheiten Server. Ja. Würde ich sagen, schau dir doch gescheite Videos auf YouTube an. Da hat sich doch das Problem erledigt. Dann brauchst du auch nicht schreiben, dass ich auf dem gescheiten Server spielen muss, ne? So. Also wie gesagt, da hat also jeder sein eigenes Ziel beim Zocken, also so eigentlich scheißegal, wie jemand spielt oder wo er spielt, was er spielt. Wichtig ist der Spaß dabei. Und also mich hat DayZ, wie gesagt, wegen dem Looten beeindruckt. Diese Welt, diese Atmosphäre, Survival-Atmosphäre und diese Loot-Funktion. Klar, der Deathmatch-Part. Ich wollte eigentlich manchmal was früher mal so machen. Einfach mal wegen so einem hohes Gebäude hochsteigen und einfach mal welche andere Spiele abknallen. Das wollte ich früher machen. Aber erstmal die Waffe dazu finden, ne? und so weiter. Eieieiei. So. So, was haben wir hier alles? Nichts Gescheites, würde ich sagen. Dann gehen wir mal weiter. Ich muss mal kurz aufs Handy gucken. Mal gucken, was habe ich denn hier aus? Zack, zack, zack. Entschuldige mich gerade, aber ich muss mal schauen. Ich muss mal zu meiner Gruppe vorbeischauen hier.
habe nämlich, wir haben ja nicht das Thema jetzt irgendwie in der Gruppe, Gamescom, die ist ja, wenn ihr das Video schaut, natürlich nicht mehr. Die ist, heute ist Montag, morgen Dienstag, glaube ich, jetzt los. 22. glaube ich. Ne? Dann habe ich in der Gruppe nachgefragt, wie denn alles oder ob jemand überhaupt zu Gamescom geht und so weiter. Und ja, habe ich mal die Feedback mal angeschaut. Ja, ich weiß mal, was Futter. Ich glaube, ich habe jetzt ein Orange essen da und Orange trinken. Da hinten irgendwo, da hinten habe ich mal früher auf einem anderen Server haben wir uns da einen Base aufgebaut, einen PvE-Server. Ja. PvP-Server. So viel zum Thema spiel mal auf dem anderen Server. Und gleich mal einen Dislike dagelassen. Ne? Ja, wunderbar. Dislike für den Server, weil ich auf diesem Server spiele. Oder vielleicht, weil ich vielleicht so unfähig bin. Naja, ist eigentlich alles wurscht. Hauptsache, es macht Spaß, was man macht, was man spielt. Ja. Nichts da, meine Freunde, es ist nichts da. Vielleicht sollte ich bei einem anderen Server vorbeigucken. Nein, nein, nein. So sind wir echt. Aber wie gesagt, wir müssen schauen mal nach, ob ich jetzt hier was finde. In Sachen Werkzeug. Dann kann ich das Fundament schon mal aufstellen. Und ja. Dann geht's weiter. Fundament aufstellen, Fundament. Und ja. Das Auto, glaube ich, lasse ich hier stehen. Das erste. Und ich werde mal hier mal kurz einen Break machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.